Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach ein Jersey-Shirt holen könnt. Ja, mit diesem Jersey-Shirt könnt ihr euch entweder nice Outfits erstellen oder ihr könnt das ganz einfach dann mit dem Bev-Glitch euch färben und ja, damit dann auch richtig nice Outfits erstellen. Und ich würde sagen, dann lass uns auch schon direkt losstarten. Das Ganze funktioniert mit dem neuen Versus-Job, den Rockstar ins Spiel gebracht hat. Wir gehen dafür einfach auf Options, auf Online, auf Jobs von Rockstar erstellt, auf Versus und dort starten wir den Job in die Wildnis. Im Jobmenü angekommen brauchen wir gar nichts umzuändern. Kleidung muss auf Klassisch stehen, das ist ganz wichtig. Als nächstes können wir jetzt entweder irgendeinen Random oder einen Freund einladen. Ist der Freund dann beigetreten? Suchen wir uns dann einmal das Konkurrenten-Outfit aus und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt schon das Jersey-Shirt habt. Ist auf jeden Fall perfekt. Einfach den Job starten. Ist der Job dann gestartet, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, runter zur beleuchtende Kleidung und dort switchen wir für ungefähr 30 Sekunden. Habt ihr das gemacht? Einfach den Controller weglegen und dann warten wir darauf, bis wir gekickt werden. Das dauert 3 Minuten. Dann werdet ihr diese Meldung erhalten, ist auf jeden Fall perfekt. Und wenn wir jetzt in der Lobby spawnen, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt das Jersey-Shirt habt. Und ja, entweder könnt ihr euch jetzt hier mit dann noch nice Outfits erstellen. Wie gesagt, ihr könnt die Hosen könnt ihr ändern, Schuhe und sowas, alles mögliche könnt ihr alles ändern. Oder ihr benutzt das Shirt einfach, um das dann mit dem Bev-Glitch noch zu färben. Und dann könnt ihr euch auch noch eine Jogger und so weiter drauf machen, aber die Bev-Leute, die wissen ja da sowieso Bescheid. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.